Ja, meine lieben Yachtnaturfreunde, Ostern. Es ist schon wieder Ostern und somit auch April. So schnell wie das Jahr angefangen hat, ist es auch schon wieder mittendrin. Dieses Jahr ging die Vorbereitung für Ostern mit dem 40-tägigen Fasten los, welche für manche schon vorbei ist oder noch bis heute Ostersonntag andauert. Fasten. Das bedeutet ein bewusster Verzicht auf etwas, damit man selber wieder zur Besinnung kommt und vieles nicht als selbstverständlich ansieht. Es soll entschleunigen und uns bewusst werden lassen, wo wir in Versuchung geführt sind und uns verrannt haben. Auch jagdlich gibt es diese Fastenzeit. Das ist nämlich die Schonzeit, welche von März bis Mai bzw. seit ein paar Jahren bis April geht. Es ist ein Verzicht auf die Jagd, ein Verzicht auf das Beutemachen, aber dafür den Blick für das Revier zu schärfen, die Hege in den Fokus zu nehmen und zu sehen, welche Arbeiten im Revier anstehen. Unter anderem sind dies Reparaturen von jagdlichen Einrichtungen, sowie Anlegen von Hecken und auch Wildäckern. Auch die Pflege spielt dort eine große Rolle. Und natürlich der bewusste Blick auf die zukünftige Kinderstube im März, April, Mai, Juni mit einer Setzkonstante im Mai, Juni. Denn wir als Jägerinnen und Jäger müssen uns neu bewusst machen, dass Ruhe und eine angepasste wildbiologische Bejagung der Natur, dem Wild und den Menschen zugutekommt. Wir müssen einen neuen Blick auf unsere unzähligen Aufgaben, welche Jagd und Jäger haben, neu raufwerfen. Denn Jagd ist ein Ehrenamt mit der Prämisse zur Bewahrung der Schöpfung, der Natur und der Aufgabe auch an uns. Erst vor kurzem habe ich ein Zitat gebracht, welches wie folgt geht. Der Jäger ist keine böswillige Kreatur, der nur auf Beute aus ist. Er ist vielmehr ein Mediator, der sich um die Belänge der Naturnutzer und Bewirtschafter einsetzt. Der Jäger vertritt beides gleichermaßen. Somit ist die Jagd eine höchst ehrenvolle und wertvolle Aufgabe zur Bewahrung Gottes Schöpfung. Jedem Jäger und jeder Jägerin sollte dies bei ihrem Handeln stets bewusst sein. Somit ist nach diesen Fasten in der Schonzeit der Weg und das Herz frei für ein neues, erfolgreiches, fröhliches und gesegnetes Jagdjahr und vielen neuen Erlebnissen sowie Begegnungen. Dazu ein kräftiges Weidmannsheil und eine sichere Kugel, sowie viel Erfolg für die vielleicht noch kommende Jagdscheinprüfung. Zu guter Letzt möchte ich nochmal auf Ostern zurückkehren. Und somit auf das Hochfest für uns Christen. Denn Ostern erinnert uns an das Leiden, Sterben und Auferstehen von Jesus von den Toten für all unsere Sünden. Gerade in der Karwoche wird dies besonders klar wie sonst selten im Jahr. Ich zum Beispiel gehe oft in dieser Woche den Kreuzweg in Lohne bei Oldenburg, um mir das bewusst zu machen, was dort am Kreuz für mich geschehen ist. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Weihnachtsansprache von letzten Jahr von mir und somit an meine Worte über die Herausforderung, etwas zu tun, was dir Angst macht oder wo du bewusst aus deiner Komfortzone gehen sollst. Bei mir passiert dies klassisch mit einem neuen Hobby, nämlich dem Fußball in einem Verein, womit ich nicht nur meine Kindheitsangst vor dem Fußball
ablege, sondern auch die Furcht vor dem Versagen und der Ablehnung. Ich hoffe unendlich, dass auch du dich auf den Weg machst, diesen Schritt bzw. so einen Schritt aus deiner Komfortzone zu wagen. Denn genau das bedeutet Mut und Freiheit. Und Freiheit hat Jesus Christus für uns alle am Kreuz vollbracht und gewollt. Denn zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Galater 5,1 beschreibt das. Und zwar Angst und Komfort sind ein solches Joch. Deshalb sei wahrhaftig frei in Jesus. Denn es sei dir gesagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. So steht es im Johannes 8,36. Ich freue mich, von deiner neuen Freiheit zu erfahren und zu hören, welche Angst du überwinden durftest. Und ich wünsche dir, falls du es noch nicht hast, ein Leben im Glauben mit Gott, mit der errettenden Botschaft in der Welt. Du wirst es, und das kann ich dir wirklich fest versprechen, niemals bereuen, diesen Weg im Glauben zu gehen. Gott segne dich und uns alle in diesen Zeiten und in jeder Lage unseres Lebens. Frohe und gesegnete Ostern euch allen und ganz besonders an dich. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und er wird über dich jauchzen fröhlich sein. Zephania 3,17. Und wenn das keine wunderschöne Zusage ist, weiß ich auch nicht. Und deswegen wünsche ich dir alles Gute, Weidmannsheil und schöne und gesegnete Ostern. Euer Simon und dein Simon von der Jagdschule Simon Schmidt.